Die Lesung zur heutigen Predigt steht im Buch Jesus Sirach, Kapitel 35, die Verse 16 bis 22a. Das Gebet und Gottes Gericht. Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen, nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt. Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Wasser ist der Urstoff des Lebens. Wir kennen Wasser, wie es sich verwandeln kann in ganz verschiedene Aggregatzustände. Es ist einfach das Grundelement. Und es taucht ja überall in allem Organischen auf. Es hält sozusagen alles zusammen. Ich möchte sagen, das Gebet ist wie das Wasser. Es ist der Grundstoff des Glaubens. Menschen beten ja in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Das Beten gehört einfach zum Christsein untrennbar dazu. Es ist irgendwie in allem, was wir tun, sagen und fühlen. Es hält unser Leben zusammen. Heute ist der Sonntag Rogate, bittet. Das Gebet gehört so selbstverständlich zu unserem Leben dazu. Es ist doch so einfach auf der einen Seite. Wir dürfen mit Gott sprechen, wie wir mit einem Menschen sprechen. Einfacher geht es doch nicht. Zugleich ist das Gebet so geheimnisvoll und uns auch entzogen. Wir fragen, kann das möglich sein, dass wir mit Gott sprechen, wie wir mit einem Menschen sprechen? Und kann Gott überhaupt alle Gebete der Menschen hören? Und kann er auf die Gebete der Menschen antworten? Und kann etwas so Menschliches wie ein Gespräch Gott erreichen? Das Gebet ist so wunderbar individuell und persönlich. Ich kann einfach das sagen, was mich beschäftigt. Im Dank, in der Fürbitte, in der Bitte, im Vertrauen, in der Klage. Ich kann es jederzeit sagen und ich kann es überall sagen. Es ist etwas ganz Persönliches und zugleich verbindet es uns. Es ist etwas ganz Gemeinschaftliches. Wir beten zusammen. Allein im Gottesdienst teilen wir normalerweise 5 Gebete. Das Psalmgebet, das Kyrielgebet, das Gebet der Sammlung, das Fürbittengebet und das Vaterunser. Und wie sehr sind wir ökumenisch im Gebet verbunden? Und wenn wir die Kreise noch weiterziehen, wenn wir darüber hinausdenken, wie betet die Menschheit als Ganze atemberaubend. Heute an diesem Sonntag und in diesem Predigttext geht es um das Gebet des Armen. Dazu möchte ich zunächst etwas über dieses biblische Buch sagen, aus dem heraus der Predigttext genommen ist. Es ist das Buch Jesus Sirach.
In älteren Lutherbibeln ist dieses Buch gar nicht enthalten. In unserer aktuellen Lutherbibel vom Jahre 2017, da kommt dieses Buch Jesus Sirach mit anderen Büchern zusammen vor. Es gehört nämlich zu den sogenannten Apokryphen, verborgenen Schriften. Sie stehen zeitlich nach dem Alten Testament. In der hebräischen Bibel sind sie gar nicht zu finden. Martin Luther hat gesagt, sie haben nicht den gleichen Rang wie andere Schriften. Es ist aber nützlich, sie zu lesen. Jesus Sirach gibt selbst Auskunft über die Zeit der Entstehung, das 38. Jahr des Königs Ptolemäus Euergetes. Nach den Assyrern kamen die Babylonier, nach den Babyloniern die Perser, nach den Persern Alexander der Große. Und sein gewaltiges Reich zerfiel in drei Teilreiche, von denen das eine Reich das Reich der Ptolemäer wurde, die eben zur Zeit des Jesus Sirach auch über Israel herrschten. Im Buch Sirach geht es nun um die Weisheit. Die Weisheit, die wie eine Person gedacht wird und vor allem anderen geschaffen wurde und die dem Menschen den Weg in ein erfülltes und sinnvolles Leben weist. So kann es heißen im Buch Sirach, wer die Weisheit liebt, der liebt das Leben. Gott zu lieben ist die allerschönste Weisheit. Demütig sein und sich der Armen anzunehmen, ist wichtig. Maß und Mitte sind wichtige Maßstäbe dieser Weisheit. Heute im Predigtext geht es um das Gebet des Armen. Das ist erstmal eine andere Perspektive auf das Gebet. Es geht nicht um die Art des Gebets, Bittgebet, Dankgebet, Klagegebet, Vertrauensgebet, sondern es geht um denjenigen und diejenigen, die beten und bitten. Und so heißt es, Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person. Und er erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen nicht, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Es geht also um das Gebet der Armen, der Unterdrückten, der Weisen und Witwen, um das Gebet der Demütigen. Ihr Gebet wird erhört, so sagt es das Buch Jesus Sirach. Das ist schon bemerkenswert. Das Buch Sirach ermahnt, im Sinne der Weisheit zu leben und ausdrücklich oder unausgesprochen schließt dieses der Weisheit gemäß Leben auch ein, dass es dann ein gutes und auch ein erfolgreiches Leben ist. Aber die Weisen und die Witwen, die Armen und Unterdrückten haben doch kein gutes und erfolgreiches Leben. Haben sie also nicht weise gelebt? Warum geht es ihnen schlecht? Diese Frage wird im Buch nicht beantwortet. Aber diesen Menschen wird auf gar keinen Fall Schuld gegeben. Im Gegenteil, es wird gesagt, ihr Gebet wird vorrangig erhört. Ich finde diese Position ermutigend. Und auch angemessen. Die Menschen sollen gottesfürchtig und der Weisheit gemäß leben, denn das ist ein gutes Leben. Zugleich geht die Rechnung mit dem guten Leben oft nicht auf. Und sofort wird in dem Buch Partei ergriffen, aber eben für die, die auf der Schattenseite stehen, Gott selbst ergreift Partei und wendet sich ihnen zu. Gott wendet sich den Armen zu, er wendet sich den Unterdrückten zu, den Weisen und den Witwen. Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Auch auf der ganzen Linie von Jesus selbst. Und wenn es Gott tut und Jesus tut, dann kann ich es doch auch machen oder dann will ich es als Mensch nicht anders machen. Auch ich will mich den Armen und Unterdrückten und Weisen und Witwen zuwenden. Es ist doch bemerkenswert, es ist tröstlich, es ist ermutigend, dass Gott die Armen nicht übersieht, dass er auf ihrer Seite steht. Das mit dem Zuwenden will ich heute wörtlich nehmen. Kenne ich Weise? Habe ich mir überlegt, ja, ich kenne sie, junge Leute, ohne Eltern oder quasi ohne Eltern. Arme, auch die kenne ich zuhauf, selbst in unserem Land. Witwen, auch die sind mir bekannt. Und wenn ich an Unterdrückte denke, dann gibt es sie nicht nur bei uns, sondern die gibt es unendlich viele in unserer Welt.
Ich will auch im Gebet für diese Menschen einstehen. Ich will sehen, was ich machen kann. Ich will mich an die Seite Gottes stellen, der ihr Gebet erhört. Gott vergisst ihre Gebete nicht. Das ist das große Versprechen. Amen. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die nicht dankbar sein können, weil sie nur auf das blicken, was sie nicht haben und was nicht in Ordnung ist in ihrem Leben, sende deinen Geist und lass sie einen neuen Blick finden für das, was schön und gelungen ist in ihrem Leben. Wir bitten dich für alle, Gott, die zu stolz sind, um etwas zu bitten, weil sie meinen, alles aus eigener Kraft leisten zu müssen. Sende deinen Geist und lass sie erfahren, dass du Hoffnung und Kraft schenkst, wenn sie sich trauen, auch dich anzugeben. Wir bitten dich für alle, Gott, die Stille nicht vertragen, die weder in sich hinein noch auf dich in der Stille hören können. Sende deinen Geist, damit sie die Hektik des Alltags ablegen und das, was sie in der Stille quält, vor dich bringen können, damit sie den Segen der Ruhe erfahren. Wir danken dir für alle Menschen, Gott, die für uns beten und mit denen wir über die Welt im Gebet verbunden sind. Lass uns aus der Kraft des Gebets und durch unser Vertrauen in dich glauben, lieben und hoffen. Amen. Unser Leben wollen wir gemeinsam in das Gebet leben, das Jesus uns geschenkt hat. Vater, unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.